Thomas Brüchle ist Lindauer. In der ersten Bundesliga im Rollstuhl-Tischtennis spielt er jedoch für den RSC Frankfurt. Für das Training ist die Entfernung zu weit. Einen Rollstuhl-Tischtennisverein gibt es in Lindau aber nicht. Daher spielt und trainiert er beim TSG Lindau Zech. Hier ist er der Einzige im Rollstuhl. Die anderen Spieler nennt er Fußgänger. Ja, das ist so bei den Behinderten so diese Unterscheidung zwischen Rollstuhlsport und Fußgänger. Die Spieltage der Bundesliga werden immer von wechselnden Vereinen ausgerichtet. Dieses Mal war Frankfurt an der Reihe. Der TSG Lindau Zech hatte angeboten, den Tag am Bodensee zu organisieren. Der Verein ist auf Thomas Brüchle sehr stolz und unterstützt ihn, wo es nur geht. Ja, wir waren sehr neugierig auch, weil wir ja unseren Thomas Brüchle zwar kennen, wie er spielt schon seit 20 Jahren, aber ja immer gegen die sogenannten Fußgänger. Und es ist eigentlich das erste Mal, dass wir ihn live sehen, wenn so Rollstuhl gegen Rollstuhl. Und der Thomas eben immer berichtet hat, dass es eben ganz anders sei, wie wenn er gegen uns spielt. Und man sieht auch, dass es ein anderes, geht irgendwie anders ab hier, ja. Ob zu Fuß oder im Rollstuhl, die Spannung bleibt erhalten. Das Spiel sei stärker durch Taktik geprägt, sagt Ernst Weinmann vom Deutschen Rollstuhlsportverband. Bei den Fußgängern ginge es mehr um Athletik und Kampfkraft. Mit dem Rollstuhl sei ein viel taktischeres Spiel gefragt. Man spielt halt ein anderes Spielsystem. Erstens mal ganz nah am Tisch, damit eben die Winkel nicht so groß werden. Und dann probiert man halt durch Taktik, dem Gegner halt auch so hinzuspielen, dass er eben nicht diese kurzen Bälle spielen kann. Die meiste Zeit gelingt es auch, aber halt nicht immer. Für die anderen Vereine bedeutete der Spieltag am Bodensee eine lange Reise. Manche nutzten den Ausflug für mehr als nur Sport. Wir kommen aus Bielefeld und wir haben 700 Kilometer. Und dann haben wir gesagt, also das tun wir uns nicht an, weil wir stehen sowieso auf dem letzten Platz. Und also nur wegen dem Spiel hier runterzufahren und dann noch 4 Packungen abzuholen. Deswegen haben wir gesagt, machen wir gleich eine Woche Urlaub hier unten. Und dann hat es auch seinen Sinn. Die deutsche Mannschaftsmeisterschaft konnte sich der RSG Koblenz bereits einen Spieltag zuvor sichern. Den umkämpften zweiten Platz sicherte sich Thomas Brüchle mit seinem Partner Jörg Didion. Damit verwiesen sie den BSG Duisburg auf den dritten Platz.